Republikaner fordern Aufhebung von katastrophaler SEC-Regulierung. Joe Biden unterstützt die SEC bei der Regulierung von Kryptorisiken. Republikaner fordern die Aufhebung dieser Regelung durch Gary Gensler. Über 40 republikanische Politiker fordern von der SEC die Aufhebung der Staff Accounting Bulletin No. 121. Die 2022 eingeführte Vorschrift verlangt von Unternehmen, Kryptowährungen als Verbindlichkeiten in ihren Bilanzen zu führen. Die Republikaner behaupten, dass SAB 121 Verbraucherschutz schwächt und Finanzinnovation abwirkt. Bereits Mitte des Jahres forderten Politiker eine Aufhebung, wurden jedoch von Präsident Joe Biden gestoppt. Ob die Abgeordneten jetzt Erfolg haben, bleibt abzuwarten. Sollte Donald Trump Präsident werden, könnte es zu einer Änderung kommen. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen, abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.